Hey! Selber hey! Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Blueform zu transportieren? Roxxon? Ja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye.
Mein Gesicht friert. Sag ein. Zu meinem Kind Hallo. Nützlich sein. Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeil! Sie auseinandertreiben. Hitler sagt er schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann! Was war das denn? Schau mich nicht an. Ich könnte Pietes Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Leute! Damit hast du nicht gerechnet. Einer weniger. Ich hab eine Theorie. Ihr wollt du vorm Abgreifen. Habe ich recht? Lieferung! Waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen.
Das klappt. Fast geschafft. Nein, der Zug muss unten bleiben. Aufs Getriebe. Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Ich sollte ihm entgegenkommen. Als Miles. Dad hat ihm gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Gut, jetzt zu den anderen. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferungen und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder was? Jetzt muss ich vor den Zug. Einer noch. Sein Zug blockiert den anderen. Den nächsten Zug bewegen, wie den ersten. Der da, der senkrecht zum Gleis steht, wäre gut. Klappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom.
Komm schon, U-Bahn von New York. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Hier leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Ich hier bin. Ich hoffe, Netze funktionieren. Gut, das waren die Bomben. Jetzt diese Typen. Das wird weg, Spider-Man.
sind noch mehr. Ich mach schon. Ausschwärmen. Sicher das Gebiet. Findet ihr raus, dass Bluform per Zug transportiert wird? Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Bluform zu vernichten? Es zu stehlen? Geschafft. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurücknehmen. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd. Wie du ausgewichen bist,
Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Enki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Mom spricht oft von ihrer Kindheit hier. Komm raus! Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Ja! Den Underground kann man ruhig mal beklauen. Halt dich von Harlem fern! Da ist mein Eingang. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Sie schießen auf Transformatoren? Okay. Ich sage, Spider-Man ist hier! Habt ihr Theos Bodega ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Ich kann die einfach runter, oder? Gib sie! Hey, hast du was gegen Weihnachtsbeleuchtung, oder was? Willst du hier nicht normale Verbrechen begehen, wie... Na, schon gut. Eine gute... Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzug. Muss es festkleben. Idee, bleibt aber nicht oben. Geschafft. Ich
komme, Spider-Man. Halt durch. Spider-Man, warte! Oh. Ich glaube, ich weiß, was Sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ab. Okay, okay, Konzentration! Okay, wer hat Spider-Man hier geführt? Derek? Ja, garantiert war das Derek. Du lässt uns lieber in Ruhe, du Freak! Wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay, lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Das geht! Wer ist euer Boss? Kenn ich den vielleicht? Er gehört mir! Im Ernst! Wer hat den Überfall geplant? Treffer! Dale, Platter! Verzieh dich, Spider-Kid! Ich muss die Backup-Systeme finden. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Macht uns fertig! Ach, was soll's. Hauen wir auf den Putz! Mit dem Schalter.
Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Steht. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Es werde... Was war das für ein Geräusch? Hey, Kätzchen. Alles okay? Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Dann zeig mal, was du kannst! Sag mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze! Dann lasse ich euch gehen! Deal? Oh nein! Lass die nicht entkommen! Okay! Im Ernst, sagt mir einfach, wer euer Boss ist! Ich krieg's eh irgendwann raus! Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Er ist zehnmal schlimmer! Zeit für eine Lektion! Was soll das heißen? Er ist schlimmer! Ich wünsch gerade den Boden mit euch! Du tötest niemanden! Der Boxer! Leichter Tag, um den Boxer anzulegen! Er ist in der Luft! Holt ihn runter! Ja. Wie gefällt dir mein neues Spielzeug? So stark bist du gar nicht. Verschwinden wir hier, Spider-Man. Mann, Strom läuft wieder. Banküberfall gestoppt. Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Spider-Man durch. Schon gut, Kätzchen. Fast geschafft. Fast geschafft. Bald bist du wieder bei deinem Daddy, Kätzchen. Keine Sorge. Hey, Theo. Ich hab ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Oh. Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh ja, hat er. Oh ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast North. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Miles, treffen wir uns nun heute? Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Schön. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen.
Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Ich beeil mich lieber. Hola, Miro, weißt du was? Mein Lieblings-Foodtruck ist heute bei der Kundgebung. Schau nach einem Logo mit Gyros-Spieß. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen kann. Er war ja doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da. Sorry, Schatz, ich bin noch nicht fertig. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. Hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist, okay, die ist, Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Roxxon oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Ja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut.
Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber...